Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Heute mal mit mir, der Schwester von Atomor. Und wir machen asiatische gebratene Nudeln auf vegetarische Art. Was ihr alles dafür braucht, an Zutaten seht ihr einmal hier. Also wir haben einmal 50 Gramm Kohl in Streifen geschnitten, 50 Gramm Sojasprossen, die wir abtropfen lassen haben. Dann haben wir eine ganze Zwiebel in Viertelringe geschnitten und zwei ganze Möhren in Streifen geschnitten. Des Weiteren brauchen wir 5 Esslöffel Sojasauce, 2 Esslöffel Zucker und eine Prise Salz sowie Nudeln. Das sind 250 Gramm Mienudeln, also eine ganze Packung. An Utensilien braucht ihr noch eine Schüssel, einen Topf mit Wasser und eine große Pfanne oder wenn ihr habt, einen Wok oder eine Wokpfanne. Dann sehen wir uns beim Herd gleich wieder. Okay, meine Lieben, also jetzt sind wir hier zusammen am Herd und das Erste, was wir machen, das seht ihr hier nicht, aber hier ist ein Topf. Das Erste, was wir machen, ist diesen zum Kochen zu bringen. Also wir machen einfach mal den Herd an und warten ab und dann geht es hier direkt auch mit der Pfanne weiter. Hier geben wir noch ein bisschen Öl zum Anbraten. Also wenn ihr wollt, könnt ihr eigentlich jedes Öl nehmen, was ihr wollt. Ich benutze Sonnenblumenöl. Geben wir ein bisschen rein. Ihr könnt warten dann, bis wann die Pfanne heiß wird. Sobald die Pfanne heiß geworden ist, geben wir die Karotten rein. Und braten diese. Okay, sobald ihr der Meinung seid, dass die fertig sind, das wäre bei mir jetzt der Zeitpunkt, gebt ihr die Karotten einfach in eine separate Schüssel und dann geht's weiter mit den Zwiebeln. Beim Anbraten könnt ihr wirklich darauf achten, dass es ganz nach eurem Geschmack ist. Also die können was brauner werden oder auch was heller sein. Also bei den Zwiebeln besonders mag ich es am liebsten, wenn sie etwas dunkler werden. Ihr könnt es schon hören, der Topf fängt an zu kochen und da geben wir jetzt sofort die Mienudeln einmal hinzu. Und ihr müsst da auch kein Salz oder so noch extra in den Topf geben, das reicht so. Schließlich kommen die ja später noch zur Sojasauce und dementsprechend ist da auch genug Salz bei. Ihr lasst sie jetzt einfach 3 Minuten lang kochen und dann abtropfen. So, die Zwiebeln sind jetzt auch fertig und die geben wir jetzt auch zu den Karotten in die separate Schüssel. Wir geben jetzt noch ein bisschen Öl dazu, damit das Kohl und die Sojasprossen auch nicht verbrennen. Und dann geben wir das Kohl hinzu. Nach 3 Minuten Kochzeit geben wir einmal die Nudeln in ein Sieb und wir können auch direkt das Kohl auch in die separate Pfanne geben. So, während die Nudeln jetzt abtropfen, geben wir die Sojasprossen zuletzt noch hinzu. Bei denen ist es ganz wichtig, dass sie nicht zu lange in der heißen Pfanne sind, da sie sonst sauer werden. Also eine Minute maximal und dann kann man sie auch direkt wieder rausholen. Jetzt sind die Sojasprossen auch fertig, die kommen ebenfalls in die Schüssel. Wir geben noch ein kleines bisschen Öl hinzu, weil jetzt kommen die Nudeln rein und die Nudeln kleben meistens sehr stark an der Pfanne. Dementsprechend auch gerne mal eine etwas größere Menge Öl und dann geben wir die Nudeln rein. Diese braten wir jetzt ebenfalls ein wenig an und dann geht's auch schon weiter. So, nachdem wir die Nudeln kurz haben anbraten lassen, geben wir 5 Esslöffel Sojasauce hinzu. Und 2 Esslöffel Zucker.
Das verrühren wir jetzt schön, damit auch überall die Sojasauce und auch der Zucker dran kommen. Jetzt lassen wir einmal die Nudeln etwas ziehen und dann geben wir das Gemüse hinzu. Nach ein paar Sekunden oder auch einer Minute geben wir nun einmal unser Gemüse hinzu und braten das noch einmal kurz an. Und jetzt geben wir noch eine Prise Salz hinzu und rühren das noch einmal. So, und das war's auch schon. Also wir sind eigentlich jetzt komplett fertig. Wir geben das jetzt noch in die große Schüssel und dann sehen wir uns gleich wieder. So, meine Lieben, so sieht das jetzt angerichtet aus. Es duftet unglaublich gut, also wirklich unglaublich. Ich würde am liebsten sofort schon anfangen zu essen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr wollt, könnt ihr es auch in der großen Schüssel direkt lassen und dann einfach rausnehmen, wie ihr wollt. Wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, vielleicht noch mehr vegetarische oder vegane Rezepte, schreibt es gerne in die Kommentare, auch gerne Rezeptvorschläge und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!